Wahrscheinlich ist das meine gerechte Strafe. Vielleicht kann ich diese Liebe gerade nicht gebrauchen. Raus aus diesem Raum, raus aus meinem Leben, los, verpiss dich! Vielleicht kriegt er ja einen Schnupfen. Sie messen morgen früh Fieber und wenn er dann noch Temperatur hat, kann er eben auf gar keinen Fall in die Kita. Aber ich muss also arbeiten. Können Sie nicht zufällig? Die Kita hat mich angerufen, weil sie ihn heute Morgen trotz Fiebers dahin gebracht haben und dann den ganzen Tag nicht erreichbar waren. Bin jetzt nämlich nicht mehr ihre Haushälterin. Ich arbeite hier und ich habe jede Menge um die Ohren. Ich weiß, das macht nicht wieder gut, was ich Ihnen heute zugemutet habe, aber vielleicht akzeptieren Sie es trotzdem als Entschuldigung. Krieg in den Kopf, dass ich mit Sebastian eine Familie habe und dass ich zusammen mit ihm daran arbeiten will, dass das sogenannte Lebenswerk deines verstorbenen Mannes nicht den Bach runtergeht. Ich kann dich nicht zwingen, mir zu glauben, aber ich kann dich bitten, mir einmal zu vertrauen. Dana. Ich hatte gehofft, dass wir uns früher wiedersehen. Ich weiß ja nicht mal, wo du jetzt wohnst. Hier. Du versteckst dich immer noch hier. Was noch nicht bei deiner Familie. Im Park gibt es Gräber für dich und Ludwig. Weißt du nicht, sie sollten langsam mal erfahren, dass du noch lebst? Ich warte auf den richtigen Moment. Es geht um deinen Vater, oder? Weiß nicht, wie du ihnen sagen sollst, dass er nicht überlebt hat. Auch. Es geht vor allem darum, was er mir mit auf den Weg gegeben hat. Er hat hohes Fieber, war dehydriert. Wir hatten kaum noch Wasser. Kurz bevor er starb. Geh zurück. Und führ die Familie zusammen. Versprich es mir. Nie was zu tun haben. Macht und Führung haben, das bist doch nicht du. Früher, ich weiß. Aber die Insel hat mich verändert. So geht das nicht. Ich verstehe das alles nicht. Was an, es ist aus mit uns, hast du nicht verstanden. Ich will, dass du gehst. Das muss das Fieber sein. Was denn für ein Fieber? Weil es überhaupt keinen Sinn ergibt, was du da redest. Wir beide zusammen, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil du jetzt im Rollstuhl sitzt? Ich sag dir doch, das ist mir egal. Mir aber nicht. Ich will nicht, dass du dich um mich kümmerst. Ich will, dass sich niemand um mich kümmert. Glaub mir, ich bin's nicht wert. Was redest du da? Du hast mir das Leben gerettet. Ja, dir. Was? Was meinst du damit? Das verstehst du sowieso nicht. Nein, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Aber erklär es mir. Warum denkst du, du bist es nicht wert? Hau endlich ab! Nein. Was? Ich werde nicht abhauen. Was soll das hier werden? Ich bleibe so lange hier sitzen, bis du mir sagst, was los ist. Und nicht irgendeinen kryptischen Schwachsinn, sondern die Wahrheit.
Das ist so lächerlich. Ja, vielleicht. Ach, was hat denn der Arzt gesagt? Nur ein kleiner Infekt, nichts Wildes. Jetzt schläft er. Gott sei Dank, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Dann sind Sie mir nicht mehr böse? Ach, so böse war ich Ihnen gar nicht. Oh doch, das waren Sie. Zu Recht. Ich habe Sie behandelt, als wären Sie noch bei mir angestellt. Na gut, ein bisschen habe ich mich schon geärgert. Ein bisschen ist gut. Also, Sie haben mir ganz schön Schrecken eingejagt. Ich kann manchmal etwas aufbrausend sein. Ich dachte im nächsten Moment, Sie kündigen mir jetzt die Freundschaft. Freundschaft? Ja. Wir sind doch Freunde, oder nicht? Ja, natürlich sind wir das. Gut. Ich möchte nämlich auch, dass das so bleibt. Ja, das möchte ich auch. Schön. Wie wäre es, wenn ich Sie zur Entschuldigung zum Brunch einlade? Ach was, Sie müssen sich nicht bei mir entschuldigen. Ja, dann lade ich Sie eben als Freundin ein. Jetzt? Ja, warum denn nicht? Wie wäre es, wenn wir mit Schneiders gehen? Ich muss jetzt wirklich hier weitermachen. Wir haben heute eine Gesellschaft im Schloss. Schade. Naja, war ja auch so eine spontane Idee. War eine sehr schöne Idee. Gut. Dann vielleicht ein anderes Mal. Aber wir bleiben Freunde? Ja, das bleiben wir. Gut. Na dann, machen Sie mal schon weiter. Es war Nacht, ich hatte getrunken. Zu viel, um noch fahren zu können. Ich hab's trotzdem gemacht. Alter, bist du besoffen. Bin also ins Auto gestiegen, losgefahren, hab Musik laut aufgedreht. Bisschen durch die Gegend gefahren. Irgendwann hat mir die Musik nicht gefallen oder so. Hab am Radio rumgespielt und deswegen nicht aufgepasst. Und ehrlich zu sein, bin ich wahrscheinlich eingeschlafen. Mal gucken, was es war. Guck in den Rückspiegel, also in den Seitenspiegel und sehe, das ist ein Mensch. Also das war ein Mensch, weil es war völlig verdreht. Das Bein, das war völlig verdreht. Ich bin total panisch geworden. Getrunken. Gedacht, er wäre tot. Der Typ war aber nicht tot. Das hat er nicht mir zu verdanken, sondern dem Paperboy, also dem Zeitungsjungen, der ihn gefunden hat. Mir hat er nur zu verdanken, dass er bis an sein Lebensende im Rollstuhl sitzen wird. Oh, ich muss noch ein paar Untersuchungen durchführen, aber ich kann auch später wiederkommen. Nein, nein, ist schon gut. Bleiben Sie ruhig. Ich bin mir sicher, Frau Schulz wollte ohnehin gerade gehen.
Scheiße mit Ansgar. War ein großer Fehler. Geh zurück. Stoß ihn vom Thron. Aber ich, Sebastian, ich... Du bist mein Herr. Du bist mein Erstgeborener. Geh zurück. Für die Familie wieder zusammen. Was mit Kim und Hannes? Ach, Hannes hätte mir Bescheid gesagt und von Kim hätten wir es doch auch erfahren. Wie lief's mit Elisabeth? Tja, was soll ich sagen? Also, sie hätte den Posten wahrscheinlich gerne selbst übernommen. Natürlich ist sie nicht begeistert, dass du mich zu deiner Stellvertreterin gemacht hast. Sie kann trotzdem nicht angehen, dass du dich deinen Anweisungen widersetzt. Sie hat sich nicht widersetzt, sie... Es hat sie einfach Überwindung gekostet. Ich werde noch mal mit ihr reden. Sie wird sich in Zukunft daran gewöhnen müssen, deinen Anweisungen Folge zu leisten. Oder auch nicht. Jetzt bist du ja wieder da. Ist das die Suppe für die Schweizer? Entenkonsommé mit Leberkäse. Oh, Linse riecht köstlich. Natürlich tut sie das. Hast du was anderes erwartet? Warum haben Sie einen Mantel an? Ich bin mal kurz aus dem Haus. Ich habe mir kurz zu treffen, die Schweizer ein. Ja, darum habe ich Ihnen hier auch den genauen Ablaufplan vorbereitet. Frau Linse hat das Menü voll und ganz im Griff, da kann gar nichts mehr schiefgehen. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Solange ich in diesem Hause arbeite, ist noch nie etwas schiefgelaufen. Das Aber ist schön. Ich bin in 2 Stunden zurück. Was bitte war das denn? Der Ruf der Liebe. Nicht, dass der Typ dir auch noch leid tut. Was er da erlebt hat, das ist doch ein Albtraum. Du wünschst dir nichts mehr, als endlich aufzuwachen und dass nichts passiert ist. Aber du hast einem Menschen das Leben ruiniert. Und du musst für immer damit leben. Ja, ich würde mal sagen, das Opfer hat das Härtere losgezogen. Ja, natürlich. Aber offensichtlich bereut Tore doch, was er getan hat. Natürlich. Aber es geht nicht darum, was er sagt, sondern was er tut. Wie sieht denn bitte seine Reue aus? Ja, hat er nicht gesagt, er ist es nicht wert, mit dir zusammen zu sein, weil er ein schlechter Mensch ist? Weil er einen Unfall gebaut hat und ein bisschen in Panik geraten ist? Vielleicht kann er sich das selbst nicht verzeihen. Weil er die Geschichte nie richtig verarbeitet hat. Hm? Als meine Brille kaputt war, da ist er Auto gefahren. Und er fährt ja sonst nur Motorrad. Ich hab dir erzählt, dass da so ein Unfall passiert wäre fast. Hm, Jesse und Maxi. Ja, und Tore, der hatte eine regelrechte Panikattacke. Das würde dann aber heißen, dass die Geschichte immer noch ziemlich traumatisch für ihn ist. Caro, tu's nicht. Was? Du willst ihm helfen, aber das kannst du nicht. Wieso kann ich das nicht? Weil er sich nicht helfen lassen will. Caro, der Typ stößt dich lieber weg, bevor er sich mit seinem Trauma auseinandersetzt. Du hast selbst gesagt, dass er Panik bekommen hat, als er in eine ähnliche Situation gekommen ist. Aber ich kann ihn doch damit nicht alleine lassen. Ich weiß, du liebst ihn, aber wenn das alles wahr ist, was du sagst, dann der Typ braucht professionelle Hilfe. Ja, und genau das muss ich ihm klar machen. Und außerdem, nein, ich habe keine Probleme, über die ich gerne reden würde. Die Scheidung läuft super. Entschuldige, ich wollte nur sagen, dass mir... Pardon. Dass für das Treffen mit den Schweizern alles vorbereitet ist. Ach, Elisabeth? Ja? Einen Moment noch, ja? Ich hatte gerade eine Unterhaltung mit Tanja. Ach, hat sie sich über mich beschwert, ja? Nein. Sie war sogar sehr verständnisvoll. Allerdings habe ich auch raushören können, dass eure Zusammenarbeit wohl nicht ganz einfach war, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Du wolltest doch immer, dass ich Ansgar als Vorsitzenden ablöse, also leb doch bitte auch mit meiner Entscheidung, dass ich Tanja zu meiner Stellvertreterin gemacht habe. Ja, aber das war eine falsche Entscheidung. Du hast dazu sogar die Verfügung deines Vaters verändert. Wie gesagt, meine Entscheidung. Ich vertraue ihr. Das ist mir nicht entgangen, Sebastian.
Allerdings kann ich das nicht nachvollziehen. Und dein Vater konnte es auch nicht, weil er nämlich ganz genau wusste, welchen Einfluss sie auf dich hat. Geht es hier immer noch um Tanja oder darum, dass du dich hintergangen fühlst? Ach, das ist doch Blödsinn. Es geht um Tanja, weil man ihr keine Macht geben kann, weil sie sie korrumpiert, weil sie sie immer für ihren Vorteil ausnutzen wird. Sie hat sich geändert. Ach Gott, nein, komm. Das glaubst du doch selbst nicht. Nur weil sie mal ein paar Wochen keinen Schaden anrichtet. So, es reicht jetzt. Ich kann es nicht mehr hören. Tanja ist meine Partnerin und meine Stellvertreterin. Ich vertraue ihr voll und ganz. Und wenn dir das nicht ausreicht, solltest du vielleicht mal über die Konsequenzen nachdenken. Worauf willst du hinaus? Was wird das? Ja, wenn es dir so schwerfällt, ihre Gegenwart zu ertragen, dann denk doch mal darüber nach, ob du weiter in ihr leben willst. Dann wird es auf jeden Fall. Übrigens schön, dass Sie doch noch Zeit gefunden haben. Man muss eben Prioritäten setzen im Leben. Ja. Und ein Brunch im Schneiders steht auf Ihrer Liste ganz oben? Brunch mit Ihnen? Ich möchte keinen Farben. Meine, Sie haben mich doch eingeladen als Entschuldigung. Da kann ich doch nicht Nein sagen. Hm. Schauen Sie mal, was man aus Balance so alles machen kann. Nee, nee, lassen Sie mal. Für mein Kleinen ist das noch nichts. Für mich? Ach, nö. Ah, er will, dass ich Ihnen das Herz gebe. Dann haben Sie jetzt mein Herz. Oh, danke. Warten Sie mal. Hier, das ist für Sie. Schön aufpassen, dass es nicht platzt. Was verpasst? Das hat nichts zu bedeuten. Herr Wolf hat mich zum Brunch eingeladen. Na, guck mal an. Als Entschuldigung. Wir haben uns gestritten. Tommy hatte Fieber. Und ich habe Herrn Wolf gesagt, er darf ihn auf gar keinen Fall so in die Kita bringen. Er hat es trotzdem getan. Dann hat er sein Handy nicht gehört und die Erzieherin hat mich angerufen. Und Sie mussten Tommy abholen? Ja. Ich mache das ja gerne, aber selbstverständlich ist das natürlich nicht. Nein. Darüber haben wir schon das letzte Mal gesprochen. Sie arbeiten nicht mehr für Herrn Wolf. Ja, aber unter Freunden hilft man sich doch auch mal aus. Und er hat sich ja jetzt entschuldigt. Und Sie zum Brunch eingeladen. Mhm. Und aber Ihnen einen Herzballon geschenkt. Ja, aber das hat nichts zu bedeuten. Jetzt sage ich Ihnen mal was, meine Liebe. Wenn ein Mann wie Herr Wolf erkennt, dass es gut ist, dass Sie da sind, Sie zum Brunch einlädt und Ihnen einen Herzballon schenkt, dann hat das was zu bedeuten. Und was hat das Ihrer Meinung nach zu bedeuten? Das müssen Sie jetzt selbst rausfinden. Oh Gott! Oh, danke! Oh Gott, ich hab schon gedacht, ich dachte schon, ich... Oh Gott!
auf. Na, wo ist unser Tisch? Da drüben, bitte. Bitte. Oh, Pierre. Ja. Zwei Gläser kommen erstmal da hinten auf den Tisch. Na nun? Habe ich gar nicht bestellt. Kommt wahrscheinlich vom Haus. Hat er dir eigentlich nie erzählt, warum er aus New York weg ist? Nein. Du weißt doch, dass wir uns erst hier wieder getroffen haben. Er hat dir also nie erzählt, was er die ganze Zeit gemacht hat? Nein. Tore, er redet nie so viel über sich. Der ist eher der Zuhörer. Ich habe ihn einmal nach seinen Eltern gefragt. Und? Er ist total sauer geworden. Ich habe nie wieder gefragt. Hat dich das denn nicht interessiert? Ich meine, also, wenn man mit jemandem zusammen ist, dann will man doch alles über den wissen. Wozu? Tore lebt nicht in der Vergangenheit. Der hat immer schon im Jetzt gelebt. Ich muss los. Das Fotoshooting. Klar. Der Rucksack ist da hinten. Hm. Danke, dass du ihm die Sachen vorbeibringst. Mach ich gerne. Gib ihm einen Kuss von mir. Ich grüße ihn. Und sag ihm, dass ich nach dem Shooting vorbeikomme. Es gibt auch noch Panna Cotta. Mm. Wollen Sie mich umbringen? Nichts liege mir ferner. Übrigens, danke, dass Sie so nachsichtig mit mir sind. Hören Sie doch auf. Auch wenn Sie jetzt nicht mehr für mich arbeiten, ich wäre ganz schön aufgeschmissen ohne Sie. Naja, Freunde helfen sich doch aus. Sie sind schon mehr als eine Freundin. Genau der Mann, den ich suche. Hallo. Hallo. Das sagen Sie hoffentlich nicht in Ihrer Funktion als Kommissar. Nein, das sage ich in meiner Funktion als Läufer. Ja. Der Forstweg am Hirschberg ist gesperrt. Ich suche eine Alternativstrecke. Ach, Henke, na, was wird das denn? Ich frage den Forstmeister um einen Tipp für eine neue Laufstrecke. Ja, das kannst du doch später machen. Du platzt ja mitten in Ihr Brunch. Überhaupt kein Problem, wir sind längst durch. Setzen Sie sich doch. Ja, sehr gerne. Du sag mal, machst du mir einen Espresso? Ja, also wenn Sie so fragen, da fällt mir ganz spontan was ein. Kennen Sie den Weg oben mit Blick auf den Rhein, den Marshallweg? Nein, aber hört sich sehr gut an. Ja. Wo geht denn der ab? Ich würde so gerne mit Ihnen sprechen, mich bei Ihnen und Ihrer Familie für das Leid, das ich Ihnen zugefügt habe, entschuldigen. Und wenn ich nicht so ein Feigling wäre, dann hätte ich schon längst den Kontakt zu Ihnen gesucht und versucht, mich zu entschuldigen. Immer und immer wieder spiele ich die Situation durch und stelle mir vor, ich hätte angehalten, aber das habe ich nicht. Ich war für 2 Jahre im Gefängnis, aber die Schuld werde ich niemals loswerden, weil ich Ihnen Ihr ganzes Leben kaputt gemacht habe. Aber wie findet man die richtigen Worte für das, was ich getan habe? Ich habe in einem winzigen Moment Ihr komplettes Leben zerstört. Wahrscheinlich bin ich der letzte Mensch auf der ganzen Welt, mit dem Sie jemals sprechen möchten. Vater!
Wir hatten schon seit Wochen kaum mehr Wasser. Er war zu schwach. Er hat es nicht geschafft. Als ich die gesehen habe, ich habe für einen Moment gedacht, dass es ihn auch noch gibt. Ich hab die ganze Zeit so sehr gehofft, dass er... Er hat so oft von dir gesprochen. Bis zum Schluss hat er gehofft, dass ich dich wiederzusehen. Er hat dich immer alles geliebt, Elisabeth, das weißt du. Und sag, Elisabeth, dass ich dir... Du hast mir das Leben gerettet. Aber was machst du hier unten? Was machst du hier in dem Keller? Ich werde dir alles erklären. Kannst du überhaupt nicht begreifen. Danke. Auf das Leben. Nein, jetzt noch mal. An der Kreuzung müssen Sie rechts. Genau, an der Jagdhütte. Nein, ich dachte, Sie kennen sich aus. Die Waldhütte ist viel weiter hier hinten. Ich dachte, Sie sind Forstwirt und haben ein bisschen Orientierungssinn. Ach, wissen Sie was? Ich zeige Ihnen den Weg. Jetzt sofort. Ja, also nach dem üppigen Brunch tut ein bisschen Bewegung eh ganz gut. Hm? Großartige Idee. Wollen Sie nicht mitkommen, Frau Schumann? Nee, danke. Oh, schade. Na gut, ich bezahle mal schnell. Und nochmal vielen Dank, dass Sie heute Morgen so nachsichtig mit mir waren. Kann ich Tommy kurz da lassen? War nur Spaß, ich nehme ihn natürlich mit. Tschüss. Tschüss. Die beiden haben Sie jetzt nicht wirklich allein sitzen lassen. Ich hab doch gesagt, das hat alles nichts zu bedeuten. Was willst du hier? Ich bringe ein paar Sachen vorbei. Giselle ist noch beim Shooting. Sie kommt danach vorbei. Okay, noch was? Der Mann, den du angefahren hast, was ist aus ihm geworden? Du hast gesagt, er sitzt im Rollstuhl. Ich will nicht darüber reden, okay? Du musst aber darüber reden, weil es dich noch immer quält. Schwachsinn. Ich habe Scheiße gebaut. Und ich habe dafür bezahlt. Punkt aus. Was meinst du mit, du hast dafür gezahlt? Ich bin verurteilt worden. Fahrerflucht vom Unfallort, Trunkenheit am Steuer. Und ich habe im Knast gesessen. Und ich habe viel Schmerzensgeld bezahlt. Ich bin durch damit. Das glaube ich nicht. Die hier habe ich in deiner Wohnung gefunden.
Das sind 36 Briefe über einen Zeitraum von 2,5 Jahren. Der letzte ist erst 3 Monate alt. Du bist nicht damit durch. Du hast dich verändert. Und das meine ich nicht nur äußerlich. Vielleicht sehe ich die Welt jetzt anders. Wie meinst du das? Jetzt nicht, Elisabeth. Hagen. Deine Geschwister und ich, wir können eigentlich nur froh sein, dass du wieder da bist. Du hast einen Platz in dieser Familie. Es geht um mehr. Wie meinst du das? Bevor Vater starb, hat er mein Versprechen abgenommen. Seine Fehler wieder gut zu machen. Welche Fehler? Die Entscheidung, wer nach ihm die Geschicke der Familie und des Unternehmens weiterführen soll. Ansgar war ein Fehler. Ja, Ansgar war ein Fehler. Aber jetzt hat ja Sebastian den Vorsitz übernommen. Mit Tanja an seiner Seite. Ja, das war auch nicht im Sinne deines Vaters. Du bist erstaunlich gut informiert. Er hat jemand anderen als Nachfolger vorgesehen. Du bist mein Erbe. Du bist mein Erstgeborener. Für die Familie wieder zusammen. Ich bin jetzt bereit, ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Also, ich weiß nicht, ob der Rest der Familie das genauso sehen wird. Für den Augenblick reizt mir zu wissen, ob ich dich auf meiner Seite habe. Ja, das hast du. Warum willst du überhaupt in meinen Sachen raus? Wenn du ihm gesagt hättest, dass es dir leid tut, ich bin mir sicher, er hätte es verstanden. In dieser Nacht seid ihr beide zum Opfer eines Unfalls geworden. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Dann erklär's mir. Ich habe jemanden zum Krüppel gefahren und bin abgehauen. Sowas ist nicht zu entschuldigen. Du hast es noch nicht mal versucht. Schwester! Du musst ihn um Verzeihung bitten, damit du dir selbst verzeihen kannst. Also mein gefühlsduseliger Schwachsinn. Ich komme sehr gut damit klar. Ich komme sehr, sehr gut damit klar. Und warum willst du dann, dass ich gehe? Caro, weil du mich nervst. Du nervst mich zu Tode! Schön, dass Sie da sind. Würden Sie bitte Frau Schulz aus dem Zimmer begleiten? Nicht nötig. Ich gehe schon. Sie sind zu Hause? Ja, nur ganz kurz. War das herrlich. Ah, die frische Luft hat Tommy gut getan. Schön. Schade, dass Sie nicht mitgekommen sind. Zum Walken mit Ihnen und Kommissar Helmke? Nein, wir waren ja gar nicht walken. Wir waren die Strecke nur abgelaufen. Ja, das wäre genau das Richtige gewesen, so ein schöner Waldspaziergang. Stimmt was nicht? Lassen Sie mich mal überlegen. Stimmt was nicht? Sie hat mich ja zum Brunch eingeladen, weil Ihnen so viel an unserer Freundschaft liegt. Ja. Und dann lassen Sie mich einfach ganz alleine in dem Laden sitzen. Ja. Wissen Sie, wie demütigend das war? Wieso das denn? Wir waren doch fertig. Ich habe gezahlt. Ach so. Und damit ist die Geschichte für Sie erledigt, ja? Was werfen Sie mir eigentlich vor? Ich habe nicht mal versucht, Ihnen Tommy aufs Auge zu drücken. Das wäre auch noch schöner gewesen. Dann klären Sie mich auf. Worum geht's dann? Sie verstehen überhaupt nichts. Was verstehe ich nicht? Ach, vergessen Sie es einfach. Na wunderbar. Und? Weiß man noch schon, wie lange Sebastian mit diesen Schweizern noch verhandelt? Tut mir leid. Aber ich nehme an, es kann nicht mehr allzu lange dauern. Dann hoffen wir es mal. Ich könnte langsam was zu trinken vertragen. Ach ja, ist aber erstaunlich. Ich kann bis hierher riechen, dass du schon etliches getrunken hast.
Gibt's eigentlich schon Neuigkeiten von Ansgar? Er wird wohl immer noch in Kanada sein. Tja, er hat eben das einzig Richtige getan und ist abgehauen. Wie Marlene. Auf und davon. Was Ansgar betrifft, hast du vermutlich recht. Zumindest muss Sebastian sich mit ihm nicht mehr um den Vorsitz streiten. Ja, ist doch schön für Sebastian. Benötigen die Herrschaft noch etwas, während sie auf Graf Sebastian warten? Ja, einen trockenen Martini. Sehr wohl. Justus, würden Sie bitte noch ein weiteres Gedeck auflegen? Wir erwarten noch einen Gast. Sehr wohl, Gräfin. Ein Gast? Ja. Darf man noch wissen, wen? Überraschung. Haben Sie meinen Fleece-Pullover gesehen? Oh, den habe ich, glaube ich, zuletzt an Emilio gesehen, bevor er nach Caracas geflogen ist. Oh, nee. Hoffentlich hat er den hier gelassen. Wenn der nach Frittenfett stinkt, dann kann er den behalten. Hm. Ah, da ist er ja. Glück gehabt. Bloß nie in den falschen Menschen. Es ist Mist, wenn der andere ihn nicht mal sieht. Und er sieht mich nicht mal. Aber ich als Frau. Kommt ich eigentlich so blöd sein? Ich ausgerechnet in deinen Vater. Verlieben. Das lief doch besser, als ich gedacht habe. Aber das Allerbeste daran ist, Ansgar war schon seit Ewigkeiten an diesen Schweizern dran und konnte nie einen nennenswerten Erfolg verbuchen. Naja, sein Charme wird halt oft überschätzt. Du hast sehr gut verhandelt. Dank deiner Unterstützung. Ach, er wird sich schwarz ärgern, wenn er aus Kanada zurückkommt. Ja, wird er. Ich habe übrigens noch mal mit Elisabeth gesprochen und ihr ganz klar zu verstehen gegeben, dass meine Entscheidung zu dir alternativlos ist. Wird dir nicht gefallen haben. Das ist bedauerlich, aber leider nichts, was sich ändern lässt. Naja, nach dem Deal mit den Schweizern wird sie schlecht Argumente gegen uns als Vorsitzende finden. Endlich sind wir da, wo wir immer sein wollten. Weißt du was? Fühlt sich gut an. Ich weiß. Wollen wir die anderen noch ein bisschen warten lassen? Ich meine, was sollen wir jetzt da unten? Wir haben schon gegessen. Naja, aber es ist so, du hast ja gute Mitteilungen zu machen. Also, ich meine, du bist aber der Boss. Hm. Oh. Hey. Schulz, schon wieder. Ich wusste nicht. Was ist mit dem Shooting? Alles habe ich gecancelt. Tore hat mich angerufen. Hat gesagt, dass er mich braucht. Hat mich sofort hergekommen. Was ist denn los, Schulz? Warum gucken Sie denn so bedeppert? Falls Sie es schon vergessen haben, Giselle ist meine Freundin. Ich dachte, ich verbringe vielleicht mal zur Abwechslung ein bisschen Zeit mit ihr. Also, wenn Sie uns dann entschuldigen würden? Ja, natürlich. Danke.
Entschuldigt bitte, dass wir euch haben warten lassen. Ihr hattet bestimmt einiges zu tun. Füllen Sie das Glas bitte auch auf. Ah, erwarten wir noch jemanden?